Hallo, mein Name ist Louis und ich stelle euch jetzt die Jugend-App vor. Die App, die dazu dient, dass sich Minderjährige selbst besser verwirklichen können. Und dazu gibt es verschiedene Angebote, die ich euch jetzt ein bisschen kurz vorstellen möchte. Als erstes haben wir Halt die Presse. Halt die Presse sind für Jugendliche selber geschriebene Artikel, wie zum Beispiel das Bachgrabenfest und Bandräume gesucht. Also insgesamt einfach Neuigkeiten, die von Jugendlichen auf die App geschaltet werden. Dann haben wir noch zum Beispiel Sackgeldjobs, meiner Meinung nach einer der wichtigsten. Da kann man sich melden, bei Leuten, die auf der Jugend-App sich melden, kann man sich anmelden oder sich bewerben, sozusagen schon. Da kann man dann kleinere Jobs machen, wie Flyer falten da zum Beispiel oder Mithilfe im Bistro. Einfach draufklicken und schon geht's los. Jetzt kommen wir zu einem anderen sehr wichtigen Punkt für sehr viele Jugendliche. Das sind Beratungen. Zum Beispiel gibt es dort Pro Juventute und das Blaue Kreuz bei der Basel. Da kann man sich melden und mit ihnen ein anonymes Gespräch führen über das Problem, das man hat. Jetzt gibt es zum Beispiel auch deine Rechte. Das ist auch noch ganz wichtig. Dort steht zum Beispiel, was soll man machen, wenn man mit dem Kontakt mit der Polizei ist. Soll man sofort umschreien oder nicht? Da gibt es einige Tipps, die man befolgen kann. Das ist sehr hilfreich. Das gibt es auch mit Bahnpolizei, also verschiedene Möglichkeiten. Dann haben wir noch Empfehlungen. Es ist eben wieder von Jugendlichen aufgeschaltete Empfehlungen, wie zum Beispiel das Jugendkulturfestival oder Basler Kindertheater. Das sind verschiedene Angebote, die es von, halt, von Erwachsenen gibt, die aber hauptsächlich für Jugendliche gemacht sind. Und die kann man auf dieser App entdecken. An der App gefällt mir vor allem, dass man verschiedene Angebote hat, die man benutzen kann, wie zum Beispiel eine Beratung, falls man mal eine Krisensituation im Leben hat, dass man sich dort melden kann und anonym mit einer fremden Person darüber reden kann und auch angelost wird. Aber was ich auch noch sehr gut finde, ist Sackgeldjobs. Kann man halt wirklich einfach mal, wenn man ein bisschen mehr Geld möchte, sich melden bei jemandem und wird angenommen und dann kann man ein bisschen etwas dazu verdienen. Und ich finde es auch noch super, dass es einen Jugendpreis gibt. In dieser App können sich Jugendliche ja selber sehen. Zum Beispiel können sie auch an Wettbewerbmerkmal teilnehmen, wo sie sich messen können gegenseitig. Oder bei der Halt die Presse können sie selber Artikel verfassen und somit ihre Anliegen an Erwachsene oder insgesamt an die Welt einfach äußere und andere Jugendliche vielleicht in ihrer Meinung unterstützen. Jugendliche können durch die App auch sich gegenseitig in Kontakt halten und neue Kontakte knüpfen. Auch anfangs anonym, aber man kann sich auch treffen, was zwar von der App nicht unbedingt empfohlen wird, dass sie immer noch Fake-Accounts geben kann, aber wenn man sich schon ein bisschen länger durch die App kennt, dann ist das sicherlich kein Problem. Das war die Jugend-App. Danke schön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt damit vielleicht etwas anfangen und einen schönen Tag noch.